Bei mir im Studio Generalleutnant AD Roland Carter. Herr Carter, lassen Sie uns noch mal über dieses abgeschossene oder zerstörte Flugabwehrsystem in der Theorie reden. Es ist jetzt ja noch nicht offiziell von russischer Seite bestätigt. Wenn es denn aber so sein sollte, das ist ja ein recht modernes Flugabwehrsystem der Russen, so der Goldstandard bei der russischen Armee, das Ganze eben auf dem westlichsten Zipfel der Krim, wenn das halt jetzt so stimmen sollte. Das ist ja dann doch schon für die russische Armee eine Blamage. Oder schätze ich das falsch ein? Nein, darüber gibt es gar keine Zweifel. Die S-400 Triumph ist so ein Schwergewicht in der russischen Flugabwehr mit eines der modernsten Systeme, die die Russen haben. Und natürlich deswegen auch auf der Krim eingesetzt, weil die Krim hat natürlich eine besondere Bedeutung für Präsident Putin. Darüber gibt es auch gar keinen Zweifel. Insofern zeigt es einmal mehr, dass die russischen Streitkräfte zunehmend verwundbarer werden und gleichzeitig die ukrainischen Streitkräfte, ich sage mal, mehr die Schwachstellen identifiziert haben, um ganz gezielt diese Schwachstellen zu bekämpfen. Denn eins ist auch klar, der Kollege von der Bild-Zeitung hat das eben gesagt, so richtig geht es an den Fronten derzeit nicht weiter, weil es an allen fehlt. Also muss man jetzt schauen, dass man den Feind in der Tiefe zu fassen kriegt oder dort, wo es ihm unheimlich wehtut. Und das ist mit der S-400, wenn sich das bestätigt, noch habe ich das zumindest nicht bestätigt gefunden, dann ist das ein großartiger Schlag, der gleichzeitig dann auch wieder die Moral der ukrainischen Streitkräfte ganz entscheidend befördern wird.